Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Vasel-Map. Wir haben heute ein bisschen was zu tun. Zum einen müssen wir mal den Case hier ein bisschen sauber machen. Das sieht schrecklich aus. Geht ja mal gar nicht. So können wir uns nicht auf der Straße zeigen lassen. Na, unten natürlich deutlich mehr Dreck wie oben. So, aber so müsste eigentlich schon gut sein. So, dann stellen wir den Fast Truck hier mal noch auf die Seite. Und dann müssen wir gucken, wo ich eigentlich den Düngestreuer versteckt habe. Ich glaube hier an der Ecke. Ja, genau, da steht er. Den brauchen wir nämlich hier jetzt. Wir müssen unsere Felder, die wir vor 2 Folgen, glaube ich, mit Soja besät haben, müssen wir jetzt endlich mal düngen. Ist nämlich Zeit. Und das sollten wir relativ zügig machen. Damit es auch Hand und Fuß hat. So. Boah, das Pferdchen ist schön im Trab unterwegs. Falsche Seite. Und wenn wir die Felder gedüngt haben, dann schauen wir mal, was wir heute noch tun können. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen was verkaufen. Bisschen unser Bargeld auffrischen. Und Blinker. So. Pflegebereifung haben wir ja drauf, sonst würde man die Früchte, die Feldfrucht zerstören. Und dann starten wir mal die ganze Sache. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde hier einen Cut setzen und bis dahin. Ciao. Das erste von 4 Feldern, die wir heute düngen müssen, haben wir so gut wie erledigt. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob wir uns nicht einen neuen Düngestreuer kaufen. Wir werden gleich mal in den Shop gucken, in den Online-Shop. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir genug Geld haben dafür. Hier ist noch ein bisschen was, was wir noch nicht gedüngt haben. So. Dann gucken wir mal. Düngestreuer. Hier. 28.000 kostet der und der hat 4.000 Liter Kapazität. Das sind fast 6-mal so viel wie der kleine Querneland. Und vor allem hat er 24 Meter Reichweite und der hier nur 12, das heißt das Doppelte. Ist also auch sehr gut. Dann werden wir das mal machen. Das heißt, wir fahren zum Shop und holen uns einen neuen Düngestreuer. So, den alten Streuer verkauft man natürlich. Moment. Den wollen wir hier loswerden. 5.000 kriegen wir dafür noch. Immerhin. Gar nicht mal so schlecht. Und dann holen wir uns den Bredal F2 WS 4000. Kaufen, jawollo. Das ist schon mal sehr gut. Wo haben wir unseren Traktor geparkt? Hier. Wir müssen natürlich auch unser Equipment verbessern. Und da bietet sich sowas hier natürlich an. Wir schauen uns den erstmal ein bisschen genauer an.
wird natürlich auf die Ackerschiene angehängt. Oh, hier gibt es sogar, oder gibt es sogar ein Trittbrett. Und es sieht recht cool aus. Wir machen mal die Klappe auf und schauen ihn dann nochmal an. Aber das Trittbrett geht gar nicht. Hallo, ich dachte, das Trittbrett geht jetzt auf. Ein bisschen leer da drin. Aber das heißt natürlich nichts anderes wie, dass wir den jetzt erstmal auf unserem Hof auffüllen fahren. Und dann werden wir die drei verbleibenden Felder, die wir noch haben, gleich mit der Bredal F2WS4000, hab mir den Namen gemerkt, bedüngen. Und es müsste dann ratzfatz gehen, weil doppelte Auswurfbreite. Das sollten wir relativ schnell fertig werden heute. So, wir biegen hier jetzt gleich wieder rechts ein. Da kommen wir nämlich direkt bei unserem Hof raus. Inzwischen kenne ich die Map nämlich ja schon recht gut. Zumindest was den unteren Teil angeht. Da, wo unsere Felder sind. Da kennen wir uns schon gut aus. Wenn die Zeit heute auch noch reicht, werden wir uns natürlich auch noch um unser Bauprojekt bei den Schafen kümmern. Aber da gucken wir einfach mal. Also der Vorteil von der Maschine, von dem neuen Düngestreuer ist auf jeden Fall, dass der eine deutlich breitere Auswurfbreite hat. 24 Meter ist nicht ganz wenig. Den anderen Düngestreuer, den es da noch gibt, den Anhänger, der hat glaube ich auch nur eine 24 Meter Spannweite oder Reichweite. Hat dafür aber natürlich einen deutlich größeren Tank. Das heißt, für größere Felder ist der natürlich besser geeignet. Aber da wir jetzt noch nicht die Riesenfelder haben, reicht der hier auch für uns. Und ich glaube, ich werde mal einfach vorsichtshalber vorne noch das Gewicht dranhängen. Weil der Streuer ist natürlich schon etwas gewichtig. So, hier haben wir ja jetzt noch 40.000 drin. Ups. Ups. Oh, wir müssen nicht mal die Klappe aufmachen. Ah, Liquid Fertilizer. Das habe ich mich nämlich schon gefragt. Mir war bewusst, dass wir die zwei haben. Saatgut und Dünger. Aber ob wir Flüssigdünger auch an unserem Hof haben, das wusste ich nicht. Also haben wir auch. Gut, Streuer voll. Dann Heidewitzka, los geht's. Na, man merkt schon, ist ein bisschen mehr Gewicht, was wir hier jetzt drauf haben. Oder dran haben an unserem Case. Den More Realistic Engine Mod, den habe ich im Moment nicht drauf. Den habe ich runtergemacht. Warum? Weiß nicht so recht, aber ich fand den jetzt nicht so toll. So, dann gucken wir mal, wie breit er wirklich streut. So. Na, das ist doch mal eine Reichweite, hä? Aber trotzdem sollten wir ganz am Rand fahren. Also so fahren, dass der Rand auch gedüngt wird. Erreichen wir hier jetzt gerade nicht. Ich sag mal, es geht zu Schulden des neuen Düngestreuers.
Weil der einfach... Da müssen wir uns ja erst dran gewöhnen. Müssen wir hier nochmal zurückfahren. Ich möchte das ganze Feld gedüngt haben, nicht nur ein Teil. Ist immer so, bei neuen Maschinen musst du dich erstmal auf die Größe einstellen. So, passt jetzt. Du musst wissen, welchen Abstand du haben musst, damit ausreichend Dünger auf dem Feld auch landet. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Traktor ist auch so ein bisschen schwerfällig. Ah, es wird schon gehen. Der hat ja trotzdem, glaube ich, 280 PS oder so. Da geht trotzdem was vorwärts. Ja, eigentlich könnten wir hier auch das ganze Feld voll düngen. So breit streut er. Wenn wir jetzt überlegen, wir jetzt müssen wir nochmal genauso oft, wie wir jetzt drüber gefahren sind, müssen wir noch drüber fahren. Das heißt nochmal so 2 Minuten. Da lohnt sich dieser Düngestreuer schon auf jeden Fall. So. Feld Nummer 19 auch fertig. Dann können wir zur 30. Und als letztes werden wir die 17 streuen. Weil die liegt nah genug zu Hause. Es ist dann schon auf dem Rückweg. Der ist eigentlich die beste Lösung. So, links, rechts, frei. Alles drüber, über die Kreuzung. Das... Die BGA hier, die sieht auch sehr interessant aus. Riesengroß mit eine Biogasanlage. Ne, Biogasanlage ist das ja, glaube ich, nicht die BGA. Da werden wir später auch mal ein bisschen was hinkarren. Mist oder so. Müssen wir mal gucken. Von rechts kommt einer. Ist der schneller wie wir? So, hier kurz rechts, kurz links und rein da. Na, hier liegt noch hier liegt noch ein bisschen von unserem Dünger rum. Und damit es für euch ein bisschen schneller geht, werde ich jetzt kurz das Feld hier düngen und wir sehen uns gleich wieder. Auch das dritte Feld am heutigen Tag haben wir gleich voll gedüngt. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Streifen, den wir nochmal düngen müssen. Das heißt eigentlich, wenn wir nächstes Mal ein bisschen genauer fahren, müssen wir hier einmal weniger drüber. Weil dann verschiebt sich alles ein bisschen nach rechts aus dieser Fahrtrichtung gesehen. Und dann sparen wir uns auch nochmal ein bisschen Zeit. Wobei ich sagen muss, die Zeitersparnis mit dem Bredal, die ist schon sehr hoch. Das sind 100% Zeitersparnis. Beziehungsweise 50%, je nachdem wie man es sehen möchte. Weil wir brauchen ja nur die Hälfte an Zeit. So, jetzt müssen wir noch Feld Nummer 17 kurz mal drüber heizen. Und dann war es auch schon wieder für die heutige Folge. Irgendwie ging die Zeit so schnell rum. Obwohl ich eigentlich kaum irgendwas gemacht habe, außer ein paar Felder gedüngt. Aber ja, so ist es eben im Alltag eines Landwirtes. Es gibt immer was zu tun und so verhält sich auch die Tageszeit. Zack, zack, ist der Tag um. Ohne dass man eigentlich weiß, was man wirklich genau gemacht hat. Man fällt nur abends ins Bett und weiß, dass man kaputt ist.
Hier geht's rein zu Feld Nummer 17. Na. Und der wirkliche, auch noch größte Vorteil von diesem Feld ist, mit dieser, von diesem Düngestreuer ist, mit der Kapazität, die der laden kann, brauchen wir insgesamt eigentlich nur noch einmal voll machen und dann unsere ganzen Felder düngen. Weil 4000 Dünger, die hier reinpassen, das reicht einfach für alle Felder. Hier muss man natürlich auch immer dran denken, so wie ich es bei diesem Traktor hier habe. Pflegebereifung, ja. Sonst passiert es eben so wie im Real Life, dass das Feld die Spuren mit aufnimmt, wo die Traktoren fahren. Ich finde aber persönlich eigentlich immer, dass die Pflegebereifung ziemlich hässlich aussieht. Aber so ist es halt, ja. Also man guckt ja natürlich in echt auch, dass das Feld so wenig wie möglich beschädigt wird. Und deshalb muss man eben diese Bereifung dran machen, um das Feld zu pflegen. Von dem her macht dieser Mod eigentlich so viel Sinn und es macht es eben alles realistischer. Deshalb heißt der Mod ja auch Real... wie heißt denn der Mod? Doch irgendwas mit Real. Real. Das weiß ich. So. Das letzte Mal drüber. Dann einmal alles sauber machen. Düngestreuer auffüllen fürs nächste Mal. Und dann sind wir, wie gesagt, heute schon durch. So, fertig. Also, Maschine auffüllen, alles sauber machen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar, Like oder ja, eine Bewertung generell oder auch ein Abo da lasst. Ist natürlich eure Entscheidung. Ich würde mich auf jeden Fall darüber sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.